10. Spieltag der Bezirksliga Ost, das heißt Altengamme gegen Nettelnburg-Allermöhe, Tabellenerster gegen den Tabellenzweiten oder auch Marco Wirwinski gegen seine alte Spielstätte. Die Männer in Grün zu Gast am Gammer Weg auf dem Kunstrasenplatz gewinnen das erste kleine Duell des Tages. Die Gastgeber in Blau werden angeführt von Kapitän Matthias Figge, einem alten Gammer Urgestein. Diese Fackel nicht lange, Sebastian Peters mit seinem ersten Warnschuss, der NA-Keeper Ashens auf seinen Posten zwingt. Doch auch die Gäste wollten ranrücken. Mit einem Sieg wäre man mit 2 Punkten Vorsprung auf Platz 1. Doch das versuchten die Tabellenführer zu verhindern mit allen Mitteln. Kapitän Matthias Figge haut Dennis Haunert am rechten Strafraumeck aus dem Weg und lässt Moll keine andere Wahl, als auf Elfmeter zu entscheiden. Dem Gefaulten fehlt es jedoch an Präzision und Hartnäckigkeit zugleich. Dem einen war es vergönnt, ein anderer zeigt hier aber, wie es richtig geht. 15. Spielminute, Anspiel Marco Wirwinski und das 1:0. Traum-Comeback für den Oberliga-erfahrenen Verteidiger, der auch schon für die Allermöhe kickte und nach einem Jahr Verletzungspause wieder in der Startelf stand. Nichts verlernt also, Wirwinski, den Namen hat man wieder auf dem Zettel. Die Partie am Deich nun aufgeheizt nach dem ersten Treffer. Altengamme weiterhin gefährlich mit vielen Möglichkeiten. NA-Keeper Erschens ausgelastet und stinksauer auf seine Abwehr, wie hier zu sehen. Da hilft auch dieser Verzweiflungsschuss von Barnewitz nicht weiter. Nettelnburg-Allermöhe insgesamt zu unpräzise im Abschluss und deshalb absolut ungefährlich. Die Schlüsselfigur der ersten Hälfte war einer, den Sie schon kennen. Wirwinski mit dem 2:0. Oder etwa doch nicht? Schiri Moll entscheidet auf Foul und somit ist dieser Treffer ungültig. Eine turbulente erste Hälfte, weiter geht's in Halbzeit 2. Kaum auffällige Szenen und wenn dann nur auf Seiten der alten Gamma. Der Pass von Gutmann zu ungenau, doch Baranowski lässt sich ausspielen und Christoph Heidmann ist zur Stelle. Gab es dann doch mal ein Durchkommen für die Gäste? Scheiterten sie an Schlussmann Alexander Golinske und es war einfach zum Haare raufen, dass er auch NA-Trainer Klaus Behler so. Hitzige Diskussion mit Schiri Moll. Und dieser verweist ihn prompt wegen Meckerns vom Spielfeldrand. Hitzig geht es dann auch auf dem Spielfeld weiter. Verzweiflungsaktion auf Nettelnburg-Allermöhe Spielerseite und erneut muss Moll durchgreifen. Ein rüdes Foul an Christoph Heidmann. Dafür gibt es wegen Meckerns dann Gelb-Rot für Christoph Baranowski und Elfmeter. Der eingewechselte Dominik Scheu verwandelt zum 2:0 für Altengamme in der 84. Spielminute. Eiskalt der 26-jährige Mittelfeldakteur lässt die Hausherren erneut jubeln. Doch damit wollten sich die alten Gammer nicht zufrieden geben. Kurz vor Schluss hatte Christoph Heidmann nach dem vorangegangenen Foul noch eine Rechnung zu begleichen. Erst ist Keeper Erschens zur Stelle, doch Heidmann lässt sich die süße Rache nicht nehmen und haut mit Schmackes das 3:0 in die Maschen. Der mittlere der drei Heidmann-Brüder konsequent ins rechte Eck. Und als ob Nettelnburg-Allermöhe nicht schon genug mit dieser Klatsche gestraft wäre, gibt es noch Gelb-Rot obendrauf für Evgeny Dehl wegen wiederholtem Foulspiel. Ein unschöner Abschluss einer aufgeheizten Bezirksliga-Partie. Und das war's. Der SV Altengamme gewinnt das Spitzenduell gegen Nettelnburg-Allermöhe mit 3:0 und verteidigt die Tabellenspitze, die Altengamme nur noch auf Platz 3 wiederzufinden. Die Stimmen zum Spiel. Ich denke, dass das der zweite Ball immer gewesen ist, wo Altengamme uns immer einen Tick voraus war, immer einen Tick schneller, einen Tick agiler gewesen ist. Also ich denke, das war der Vorteil bei denen heute. Wobei 3:0 viel zu hoch ist. Also ich denke mal, nach der Halbzeit, wo wir rausgekommen sind, haben wir sehr gute Moral bewiesen. Haben eigentlich die 35 Minuten der zweiten Halbzeit, die ersten 35 Minuten fast nur auf deren Tor gespielt. Allerdings ja, nicht belohnt worden. Ne? Ich denke schon, dass wir das verdient gewonnen haben. Waren da bisschen in den Zweikämpfen, glaube ich. Haben auch gute Chancen noch gehabt danach. Ne? Aber ich glaube, insgesamt war das, glaube ich, ein verdienter Sieg.